ATS-Folge. Lang ist es her, dass wir uns im ATS-Universum befunden haben. Wir waren ja erst lange Zeit eher so im Translator-Universum, wo auch noch Videos kommen werden. Auf jeden Fall. Also da. Wird es nicht liegen und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich nehme jetzt einfach mal wieder dieses coole Spiel hier auf, da ich schon lange nicht mehr gezockt habe. Und okay, kommt mir das immer noch zu laut vor. Achso, ich kann es auch hier runterschrauben, stimmt ja. Das habe ich ja ganz vergessen. Audio. Machen wir mal es hier auch ein bisschen runter, so. So. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so laut. Und wir fahren heute mit einem Scania T-Line oder wie das heißt. Weiß ich jetzt nicht, was das für ein LKW ist, das werden wir aber auch erfahren. Ich denke, es sind T-Line, weil es halt so aussieht. So wie so. Naja, ihr wisst schon, wie es meint. Ich hoffe mal irgendwann noch chillige Mucke drunter. Das kommt dann auch wieder, aber ich mach die dann nicht so laut wie ich es vorher gemacht habe. Und ja, es tut mir leid, dass ich gerade kurz eine Pause gemacht habe, aber ich bin jetzt nicht so einer, der die ganze Zeit durchschlappert. Aber es wird auf jeden Fall morgen diese Folge hochkommen, wenn ich keine Ruckelprobleme habe. Also das Bild stimmen bleibt oder sonst irgendwas. Aber ich denke es mal nicht, weil ich Facebook auch geschlossen habe. Weil es teilweise so ist, dass es denkt, Servus. Und ihr könnt auch gerne mal in die kommen. Voilà, das wollte ich nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal gegrüßt werden wollt. Dann tue ich mir die Namen rausschreiben und mache das dann. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter in Richtung Köln. Und entschuldigt, wenn ich mich manchmal räuspern muss oder noch ein bisschen leise rede, aber es ist auch schon ziemlich spät, also 1 rum nachts, damit ich halt nicht mehr so laut reden, wie ich sonst mache. Aber es wird halt so eine nächtliche Erfolge, ja. Ruckel, ruckel. Servus. Alles klar, der hat kein Licht an. Ja, ich dachte, der ist jetzt übernommen.
geht's nicht. Ich bin Raser, aber halt im Spiel sagt man, soll 60 fahren, aber normalerweise darf man auf Landstraßen 70 fahren. Selbst LKWs dürfen das normalerweise. Aber ich fahre ja schon 60, sonst. Jetzt wieder, ich wäre wieder ein Raser und könnte kein LKW fahren. Und dann kommen wieder die anderen, die dann sagen, oh, lasst ihn doch. Und wegen sowas jetzt zu bremsen ist auch unnötig. Auch wenn ich es könnte jetzt, aber fahren dann sowieso jetzt gleich wieder langsamer, also. Daher ist es nichts dagegen. Ja, da oben fährt die Eisenbahn. Die Cargo-Züge. Deutsche Bahn gibt es ja leider nicht. Es gibt ja nur TGV oder so. Tallinn-Züge so in Skandinavien. Sonst gibt es eigentlich nur diese TGVs, die auch in Brüssel und Frankfurt rumfahren. Ja. Die fahren zwar auch in der Realität da, aber ich glaube nicht, dass sie nur TGVs fahren in Frankfurt. Die fahren auch ICEs und 423 und 430. Von daher. Ja, ich fahre schon wieder Schlangenlinien. Nein, ich bin nicht besoffen. Ah, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, bloß als mit Tastatur ist das Ganze dann nicht so einfach. Deswegen seid ihr jetzt nicht gegen mein Fahrstil, wenn ihr es nicht sagt. Yo. Als Sturmregen. Jo, es gewittert einfach mal. Standardwetter. Jedes Mal, wenn es regnet, gewittert. Aber Hauptsache. Irgendeine Wetterveränderung. Natürlich wäre es geil, wenn noch morgen und so Sachen gäbe. Und mal Schnee oder Hagel. Das wäre halt mal was anderes. Aber man kann ja auch alles nur patchen und man kann ja auch alles nur modden und sich das ganze Spiel vollhauen, bis das Spiel dauernd abstürzt, weil irgendwas nicht kompatibel ist und dann hat man den Salat. Und da ich sowieso weiß, dass entweder die TSM-Memo, ich wollte ja mir die Promos installieren, aber da brauche ich erstens das. Das La France Add-on und zweitens weiß ich nicht, ob das überhaupt funktionieren würde, weil nämlich spring halt schon auf Rot um, wenn ich halt noch nicht mal durchgefahren bin. Yo. Läuft. Ah, wir waren beim Metz.
Ja, jetzt fragt ihr euch, wie ich das gemacht habe mit dem Spiel. Gucken, das mache ich mal mit der 6 und der 4er-Taste auf dem Numpad. Jo, ich ramme mal wieder in die Wand. Nicht geil. Muss man sagen, echt. Glanzleistung, Simon. Ja, in dem Falle. Ich halt auf YouTube heißt. Echt Klangsleistung. Ja. Wir könnten hier halt auch auf Instagram und Twitter folgen, das habe ich auch schon wie Google Plus auf. Man kann da verlinkt in meinen Kanalbanner, könnt ihr auch gerne machen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann seht ihr nämlich, falls ihr gerade mal nicht in YouTube seid, seht ihr nämlich, was ich neu hochgeladen habe oder geteilt habe. Facebook zum Beispiel. Und ihr könnt mir auch, wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf Snapchat mir folgen unter DBS, unter DB Fan 2015. Genau. Ich habe mir das auch mal abgehakt. Dann werde ich auch noch in diesem Video drei Kanäle vorstellen. Einen davon werdet ihr kennen, weil es nämlich mein Klassenkamerad ist, der FIFA Bros unterstrich 15. Bindestrich 15, sorry. Falls du das kurz denken, ich sag das falsch, das war gerade ein Fehler von meiner, von mir aus. Und dann stelle ich noch zwei andere Kanäle vor, nämlich Clickflug und Gaming Luke. Der Kanal Clickflug hat mit Gaming Luke eigentlich genau das zu tun, dass der eine, nämlich der erste Kanal ist und das, dass derjenige halt zwei Kanäle hat. Aber ich stelle jetzt einfach mal beide Kanäle vor, weil ich einfach nett sein will. Und ich muss sagen, es läuft gerade ziemlich gut mit der Abonnentenzahl. Also ich im Moment 43 Abonnenten und meine Freunde haben 36 und 9 Abonnenten. Ja, ich muss auch dazu sagen, FIFA Bros Strich 15 ist auch noch nicht so lange auf YouTube, erst seit 2 Jahren oder so. Ich weiß es gar nicht, 2016 hat er erst angefangen, aber für Infos, ihr könnt gerne FIFA Bros 15 abonnieren und ihnen folgen. Entweder am Montag oder ne, oder dann halt besser gesagt Dienstag oder später kommen dann auch neueste FIFA-Videos von ihnen, weil er da nämlich eine PS4 kriegt zum Geburtstag, hat er gesagt. Und lasst euch da mal überraschen. Und ich finde, er macht eigentlich schon ziemlich gute Videos, aber wäre ja auch komisch, wenn er nicht so gute Videos machen würde. Aber wie gesagt, wenn jetzt irgendeiner halt drunter schreibt, weiß ich ja nicht, ich kenne ja uns nicht, was sich so schreibt. Da gibt es halt den einen oder anderen, ich nenne jetzt keine Namen, die dann sagen, ja, der macht aber schlechte Videos, aber ich muss
dazu sagen, jeder fängt halt mal schlecht an. Ist ja nicht so, dass gleich einer, alles klar, dass man von Himmel als Top-YouTuber fällt und gleich alles kann. Ja, jetzt lernen wir auch gleich ein bisschen Französisch. Bon voyage. Bon voyage. Heißt halt so, erkundest, glaube ich, heißt es. So wie ich es verstehe. Voyage ist ja angucken. Dann müsste Bon voyage eigentlich erkunden heißen. Ja, dann warten wir jetzt halt hier mal. Wo sind wir jetzt genau? In. Es müsste Paris sein, oder? Nee, Metz. Genau, wir sind in Metz gerade. Ja, um Sachen zu Metz erfahren, habe ich jetzt gerade nichts vorbereitet, aber Metz ist in, denn ich glaube, die nächste, die am nächsten liegende Stadt, die in der Nähe von Deutschland ist, glaube ich. Also es gibt ja Elsass, Straßburg und so. Aber Metz ist eigentlich auch nicht so weit weg. Bin ich jetzt gerade falsch gefahren? Ach egal, dann fahre ich doch. Dann nehme ich jetzt. Ich hätte schwimmen können, dass er gesagt hat, wir sollen da abbiegen. Scheiß Navi halt. Aber in der Realität ist es meistens auch nicht besser, also muss ich mich da nicht wundern. Also, was es da Geschichten über Navis gibt, wo dann einen Treppen runter schicken, wo eigentlich nur Fußgänger laufen dürfen oder irgendwo durch eine Fuß. Gängerzone, also es gibt da schon die skurrilsten Stories. Ist schon teilweise krass. Aber ich werde jetzt diese Folge auch kurz halten. Also ich werde es versuchen, kurz zu halten. Sind ja gerade bei 18 Minuten, also werde ich so höchstens 20 oder 22 Minuten höchstens aufnehmen jetzt immer, weil ich irgendwie auch immer denke, ich will ja auch es euch Zuschauern freundlicher machen, dass ihr auch nicht jetzt eine Stunde oder 45, eine Viertel Stunde jetzt mir zuschauen müsst, wie ich das zock. Deswegen habe ich halt jetzt gedacht, ich mache das halt ein bisschen kürzer. In dem Sinne. Sorry Leute, dass ich jetzt auf Eingabe gedrückt habe, aber das hätte ich jetzt wirklich nicht gerade hingekriegt. Jo, wir sind fast Level 2. Geil. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal oder
Ja, bis zu einer neuen Folge von entweder ETS oder Train Simulator. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like und ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.